Die neue syrische Demokratie besteht aus Lügen, Verbrechen und Hass. Al-Qaida-Salafisten werden von den Massenmedien als Rebellen gegen ein unterdrückerisches Regime bezeichnet. In Wahrheit sind sie die ersten Boden-Truppen, die Syrien destabilisieren und zerstören sollen. Die Gier des Westens kennt keine Grenzen, Assad wird dämonisiert, es werden ihm zu Unrecht Massaker unterstellt, die in Wahrheit von den Rebellen begangen wurden. Sein Volk wird angegriffen. Um den Iran angreifen zu können, muss erst Syrien fallen, das ist der Grund für den verbrecherischen Krieg gegen Syrien. Dasselbe Szenario spielte sich ein Jahr zuvor in Libyen ab. Libyen sollte ausgeschaltet werden, da es westliche Interessen, Ölhandel in US-Dollar, afrikanische Abhängigkeit vom Westen etc. gefährdete. Libyen war bas demokratisch in Volkskongressen und Volkskomitees organisiert. Sollte es zum Krieg gegen den Iran kommen, werden die Mächte Russland, China und Nordkorea sowie Indien den Iran verteidigen oder notfalls einen Erstschlag gegen den Westen anführen. Der Dritte Weltkrieg ist vorprogrammiert. Um die Gegner des Westens später angreifen und sanktionieren zu können, werden sie schon heute in unseren Propagandamedien diffamiert. Die Wahrheit sieht anders aus. Putin ist demokratisch legitimierter Präsident. In China gibt es weniger Menschenrechtsverletzungen als im tibetisch beherrschten Süden, wo die Mönche eine theokratische Diktatur errichtet haben und jeden chinesischen Menschenrechtler ermorden. In Nordkorea existieren mehr Bürgerrechte als hierzulande. Die Oppositionen Russlands, Chinas etc. sind westlich finanziert, nicht selten Agenten. In wenigen Stunden wird hier der internationale Webcast stattfinden von Frau Helga Zeppler-Rouge. Vor allen Dingen wegen der akut kritischen Lage um die Kriegsgefahr. Das hat sich jetzt nochmal extrem zugespitzt, weil das zwar hier nicht in den Medien ist, aber US-Präsident Obama hat dem Netanyahu, dem israelischen Premierminister, tatsächlich grünes Licht für einen Angriff auf den Iran gegeben. Und man muss das nochmal generell vorab sagen, wer nur die deutschen Medien liest, an dem geht die Geschichte vollkommen vorbei. Der ist wirklich im Tal der Ahnungslosen. Denn wer die eigentliche Lage kennt, der sieht, dass wir mehrere Sachen auf dem Weg in die Region haben und nicht irgendwas, sondern Kriegsgerät. Das sind zum einen bunkerbrechende Bomben, die natürlich immer wieder im Gespräch waren für die unterirdischen Atomanlagen des Irans. Dann haben wir Tankflugzeuge, die für die Kampfjets Israels auf dem Weg nach Iran wichtig wären, um die während des Fluges noch neu zu beladen mit Sprit. Dann weiterhin Minensuchboote, die dann den Persischen Golf freiräumen für einen Angriff. Genauso Hubschrauber für dieselbe Funktion, die zu orten. Und letztendlich auch, was ganz deutlich darauf hinweist, Such- und Rettungsteams. Sie haben nur eine Funktion, die sitzen dann in den angrenzenden Ländern Irans und suchen dann im Falle des Falles nach abgestürzten Piloten von den Kampfjets und anderswo, um die einfach zu retten. Das heißt, wer das einfach weiß, und das sind Fakten, die zugänglich sind, der sieht, wir stehen kurz vor einer absoluten Eskalation. Und deswegen haben wir entschieden, erhöhte Alarmbereitschaft, nicht nur für unsere Organisation, sondern wir posaunen das natürlich auch nach draußen, damit andere Leute entsprechend auf diese Lage reagieren. Und diese Reaktion gibt es bereits. Die russischen Offiziellen, früher auch schon die chinesischen, aber jetzt insbesondere die russischen, haben nochmal erneut betont, dass sie dem nicht einfach zuschauen werden. Man darf ja nicht vergessen, dass Syrien und Iran zwei sehr wichtige und große Bündnispartner haben, die nicht irgendwer sind, Russland und China. Und genau aus den beiden Ländern haben wir wiederholt Äußerungen von den ranghöchsten Offiziellen im Militär, in der Regierung gehört, wo sie sagen, wenn der Westen sich in diese beiden Verbündeten von uns einmischt, dann mischen wir mit. Und spätestens dann muss jeder erkennen, dass es sofort auf einen thermonuklearen Konflikt hinauslaufen würde. Und einige Kommentatoren verschiedenen Medien haben bereits schon berichtet, dass Israel ja auch gar nicht die Kapazität alleine hat, um diesen Schlag gegen den Iran auszuführen, deswegen eventuell sofort taktische Nuklearwaffen benutzt würde. Und wenn erstmal eine Atombombe fliegt, dann ist wirklich Ende mit der Menschheit. Das weiß jeder. In den USA ist der Widerstand ja auch extrem groß. Sowohl aktive Militärs, insbesondere der Generalstabschef Dempsey, aber auch ehemalige Militärs haben sich immer wieder zu Wort gemeldet, dass ein Schlag gegen den Iran katastrophale Konsequenzen hätte. Da gab es ja diese ganzseitige Anzeige in einer großen Tageszeitung von ehemaligen Generälen, Geheimdienstexperten, die dann ganz deutlich gesagt haben, Herr Präsident, nein, das ist keine Option.
Dem kommt jetzt noch hinzu, dass wir einen Abgeordneten haben im Kongress, Walter Jones, ein Republikaner, der eine Resolution eingebracht hat, wo er ganz deutlich sagt, der amerikanische Präsident kann nur einen Krieg erklären mit Zustimmung des Kongresses. Das ist natürlich auf den vergangenen Krieg gegen Libyen gemünzt, wo Obama das einfach umgangen hat, was verfassungswidrig ist, als auch natürlich jetzt auf die kommenden Konflikte, die drohen gegen Syrien und Iran. Das ist ein ganz klares Zeichen, die den Präsidenten da Sand ins Getriebe streuen. Und es ist eine wichtige Sache, weil es wird auch zum ersten Mal überhaupt im Kongress das Wort Amtsenthebung erwähnt. Walter Jones formuliert das so, er sagt, wenn dieses Gesetz nicht eingehalten wird, dass der Kongress befragt werden muss, ist das ein schweres Verbrechen und die Strafe darauf ist Amtsenthebung. Und das hat sich natürlich, wie man sich vorstellen kann, wie ein Lauffeuer verbreitet. Es gibt also Blogs, es gibt also Zeitungen, er war jetzt in mehreren Radiointerviews, auch großen. Und leider hierzulande wird es wieder mal ausgeblockt. Wir sind noch bis jetzt die Einzigen, die darüber berichten. Und es muss auch einfach in die Welt gebracht werden, damit man sieht, es gibt einen Widerstand von Militärs, selbst im Kongress, weil nicht alle Leute so verrückt sind, wegen Nichtigkeiten und gar nicht existierenden Gefahren einen dritten Weltkrieg auszulösen. Und das wird halt auch heute Abend das wichtigste Thema sein. Das zweite Thema, was man auch noch ansprechen muss, ist aber auch die vollkommene wirtschaftliche Zerstörung, die wir jetzt sehen unter der EU-Politik, aber auch der generellen freien Marktpolitik der letzten Jahrzehnte. Und nirgendwo sieht man das besser und brutaler in den Folgen als in Griechenland. Die Berichte, die wir gerade dort bekommen haben, zeigen also eine vollkommen verheerende Zerstörung des Gesundheitssystems, soweit, dass die AIDS-Raten massiv angestiegen sind. Also sie haben sich mehr als verzwölffacht, die Infizierten, im Vergleich zum Vorjahr. Dann haben wir Sachen wie Malaria, die in Europa normalerweise ausgestorben ist, diese Krankheit, die sich bei so einem kaputten Gesundheitssystem, kaputt gespart, sollte man sagen, wieder ausbreitet. Also gab es mehr als 100 Infizierungen und die Chefin der Ärzte ohne Grenzen in Griechenland sagte eben, das passiert normalerweise nicht in einem Land, das Malaria ausbricht, wenn das Gesundheitssystem funktioniert. Die Statistiken, die meisten Leute kennen werden, sind ja auch die, dass entweder 25% aller arbeitenden Leute, eigentlich arbeitenden Leute, arbeitslos sind oder anders gerechnet, die Hälfte aller jungen Leute, also zwischen 16 und 25 Jahren, sind arbeitslos. Und da sollte man sich doch wirklich fragen, bei all diesen Gerede um Rettung, Bankenrettung, Euro-Rettung, Griechenland-Rettung, da wird niemand gerettet. Das ist purer Hohn, das ist die systematische Zerstörung von Staaten und der Bevölkerung. Hier wird nichts gerettet, außer die Banken. Das ist wirklich das Einzige, was stimmt. Auch die letzten Schuldendeals mit dem Fiskalpakt deuten auch darauf hin. Und das geht Hand in Hand wiederum mit dem europäischen Stabilitätsmechanismus, den das Bundeskabinett so in der Nacht- und Nebelaktion durchgewunken hat und der demnächst im Bundestag und im Bundesrat ansteht. Und wenn dieser ESM dann auch dort durchgewunken wird, dann ist das die Abschaffung des letzten Überrestes der Souveränität. De facto eine Diktatur, vor der wir lange gewarnt haben. Und da sind wir auch beim Punkt, wir sind der Widerstand. Der Widerstand gegen diese Kriegsgefahr, der Widerstand gegen diese wirtschaftliche Zerstörung. Und wir haben aber auch Lösungen zu bieten. Und die werden heute Abend das Thema sein. Deswegen sollte sich wirklich jeder, der sich irgendwie ein Staatsbürger nennen will und sein will, einklinken. Also es kamen schon Fragen aus der ganzen Welt, aus Italien, aus Deutschland natürlich, aus Russland, aus Amerika. Leute, die sich an diesem Dialog beteiligen wollen. Was fangen wir in dieser Krise an? Schaffen wir es als Menschheit überhaupt zu überleben? Wie können wir uns eine vernünftige Zukunft bauen? Und deswegen sollten sich alle einklinken und mitmachen.